Hallo, heute mache ich mal so eine kleine Regenfahrt. Ich meine, hat ja schon mittlerweile aufgehört, aber ist halt noch nass. So, ich fahre jetzt Lüdenscheid Nord nach Mesekendal zum Wildgehege, da ist ein Biker-Treff. Und da wollte eigentlich der Knut und die Sally sein um diese Uhrzeit. Da bin ich mal gespannt, ob die wirklich da sind. Wenn nicht, dann habe ich halt eine kleine Spazierfahrt gemacht. Was soll's? Ja, wir haben 12 Grad haben wir jetzt. Es ist voll warm, fühlt sich an wie 20. Und der Regen hat nachgelassen. Und es soll jetzt die nächsten Stunden nicht mehr regnen. Und wenn doch, egal, bin ja nicht aus Zucker. Das werde ich schon überleben. Oh, 13 Grad hatten wir sogar. So eine Regenfahrt hat auch was für sich. Nicht so viel auf der Straße los am Sonntag im Regen. Da bleiben sie lieber alle zu Hause. Ja, ich habe die Kamera ein bisschen höher gestellt. Und werde ich ja sehen, wie die Aufnahme wird. Ich hoffe gut. Damit die mal ein bisschen über meinen Schirm hier ist. Über meinen Wildschirm. Damit die mal ein bisschen über meinem Windschild ist. So, jetzt habe ich es aber. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Motorradfahrer da überhaupt da sind. War bei dem Wetter, obwohl es ist herrlich warm, ne? Noch nicht mal der Wind ist kalt. Obwohl der schon ein bisschen heftig ist, aber der ist warm. Ich meine, im Hochsommer kann das ja auch passieren. Du fährst und dann fängst du an zu pissen. Stellst dein Motorrad ja auch nicht gleich in der Garage oder irgendwo unter der Brücke. Ist ja nicht aus Zucker, das Ding. Muss man natürlich danach ordentlich putzen. Aber wenn man jetzt so wie jetzt auf den nassen Straßen fährt, hat man natürlich einen Vorteil. Da kommt das Wasser in Ritzen hin, wo du im Leben nicht drankommst. Und spült dann da den Dreck so ein bisschen raus. Und das Salz natürlich. Ja, und Klamotten kann man waschen. Also ich fahre auch gerne mal bei Regen. So ist das nicht. Da darf man natürlich jetzt nicht so dicht an den Autos fahren, weil die spritzen ja den ganzen Dreck hoch. Und dann ist das Visier, das ist jetzt schon ein bisschen dreckig. Deswegen habe ich die Kamera auch höher gestellt, damit ich den Kopf weiter runter machen kann, weil ich habe ja oben einen Schirm. Und durch den Schirm kriege ich dann weniger Dreck ab. Und weniger Wasser. Hier haben die alles kahl gemacht, ey. Alle Bäume weggemacht. Ich weiß gar nicht warum. Angeblich sind die Pilzbefall, aber das glaube ich nicht. Die haben nur keinen Bock, die Leute zu bezahlen, die das dann pflegen müssen. Man braucht das ja nur zum Atmen, Bäume, für den Sauerstoff, aber scheint ja hier nicht so wichtig zu sein. Ah, Bremse geht auch gut bei dem Wetter, wow. Die Metzler-Reifen, die packen echt gut. Ich habe natürlich eine rot-weiße Maschine, die sieht dann dementsprechend nachher auch aus. Wie eine kleine Schlampe, aber was soll's. Dafür habe ich Spaß. So, hier bin ich Lüdenscheid Nord an der Autobahn Auf- und Abfahrt Lüdenscheid Nord. Und von hier aus ist das nicht mehr weit.
wenn man von Hagen kommt, dann fährst du links, dann im Kreisverkehr und die nächste wieder links. Also im Kreisverkehr die zweite raus, dann nur 200 Meter, die nächste wieder links. Und wenn du von Richtung Frankfurt kommst, dann fährst du den Kreisverkehr, fährst auch die zweite raus, diese hier. Und dann ist das nicht mehr weit. 50 Meter ungefähr, da ist es schon ausgeschildert, da oben steht es. Richtung Rollwerde, Albrigenwerde, Winkeln, Wildgehege. Und dann fährt man hier ein bisschen durch den Wald und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil auch wenn wir jetzt nicht abends haben, das ein oder andere Reh hat dann auch mal Bock hier so am helllichten Tag über die Straße zu flitzen und da sollte man dann ein bisschen vorsichtig sein, sonst haut es einem vom Motorrad runter. Das muss ja nicht sein. Bei der nächsten Möglichkeit fahren wir dann rechts hoch. Aber das müsste eigentlich auch ausgeschildert sein. Letztes Jahr war ich hier mit Sally, Vic, Driver, My Way. Da waren wir auch hier. Hier kann man auch nach Oldenburg fahren, wenn man das will. Aber das wollen wir jetzt nicht. Wir fahren jetzt hier an dem Schild rechts. Da steht es auch. Wildgehege, Mesekendal, 50 Meter, dann rechts. Und hier muss man aufpassen. Manchmal steht hier oben ein Traktor, dass man hier nicht so rumgenagelt kommt. Das könnte Aua machen. Landschaftlich ist das hier oben echt geil. Schön alles frei. Man hat den Durchblick hier. Und da unten im Tal, darunter, da ist das. Direkt in so einer Senke drin. Da wird es natürlich jetzt richtig motschig sein, aber mal schauen. Ich sollte mal Blinker ausmachen. Ach, die blubbert so schön. So, hier muss man auch aufpassen, hier ist so ein bisschen abgegriffen alles. Wenn es nass ist, dann rutscht man hier und fliegt auf die Fresse. Ist mir zwar noch nicht passiert, aber muss auch nicht. Also ich finde das, muss ich sagen, macht echt Spaß bei dem Wetter zu fahren. Wenn man nicht gerade heizt wie so ein Doofen und irgendwelche Notbremsungen machen muss, dann passiert auch nichts. Da ist es, da unten, wo die Autos stehen. Ja, da sind wir im Wildgehege. Sally schon gesehen und Knuffi auch. Ja, dann sag ich mal bis gleich. So, jetzt haben wir Kaffee getrunken und jetzt fahren wir. Wo fahren wir überhaupt hin? Nach Renzo oder was? Du?
der Knuffi, der Knut, der führt uns jetzt. Haben wir jetzt ein bisschen da geschnackt. Und jetzt fahren wir noch irgendwo hin. Ich weiß nicht wo, weil der Knut führt ja jetzt. Der Knuffi. Und dann mal gucken, wohin. Hinter mir ist noch die Sally. Sind wir heute zu dritt unterwegs. Ist ja wieder trocken, wie man sieht. Da im Spiegel, falls man das sieht, das ist die Sally. Mit ihrer 600er Diversion. Da bin ich mal gespannt, wo er jetzt hinführt. So, ein bisschen langsamer fahren, auf die Sally warten. Der hat fast den gleichen Helm wie ich. Ich habe den Pirate Black Edition. Die Limit Edition und er hat den Vikings, den Black Vikings, schwarz-matt. Er ist auch voll zufrieden damit. Mal gucken, ob ich den gleich mal auf ein Video drauf kriege. Warum? Wo willst du denn hin? Die braucht eine Sparkasse. Die hat keine Kohle mehr. Da oben, die ist zu. Wo fahren wir denn jetzt her? Das ist scheißegal. Wo willst du denn hin? Ich habe kein genaues Ziel. Es geht erstmal darum, dass die Kohle kriegt. Sparkasse? Warte mal, ich überlege gerade. Wir können eben ins Dorf fahren. Hier vorne im Dorf ist eine. Ich fahre dann vor. Wir brauchen eine Sparkasse, also fahre ich jetzt vor, weil ich kenne das hier oben. Dann fahre ich mal eben ins Dorf, in Gefelndorf, da ist eine. Hier oben war früher mal eine, aber die ist ja dicht. Oh, da müssen wir mal gucken, in Gefelndorf ist auf jeden Fall eine, die ich kenne. Ah, dann führe ich halt mal wieder. Ja, ich denke mal, wir werden dann zum Rento fahren. Das weiß ich aber nicht. Da könnten wir eigentlich auch in Oberbrügge.